Wir erklären das Bewerbungs- und Auswahlverfahren an der Bucerius Law School. Das ist Vicky. Sie macht ihr Abitur und möchte auf jeden Fall an der Bucerius Law School Jura studieren. Denn sie hat gehört, dass das Auswahlverfahren dort jedem offen steht. Völlig unabhängig von der Abiturnote. Zudem garantiert das Auswahlverfahren ein Umfeld qualifizierter Kommilitonen, das Vicky fördert und zu exzellenten Leistungen bringt. Hervorragend! Und damit es nicht am Geld scheitert, kann Vicky ein Bewerberstipendium beantragen, um zum Beispiel die 80 Euro Teilnahmegebühr und die Reisekosten zu decken. Vicky ist erleichtert und macht sich gleich an ihre Bewerbung. Dafür füllt sie zuerst den Online-Bewerbungsbogen aus. Neben ihren persönlichen Daten gibt sie dort auch Infos zu ihren Hobbys und Interessen an. Dann lädt sie noch ihr Abiturzeugnis oder die letzten drei Zeugnisse vor dem Abitur zusammen mit einem Englischzertifikat im Bewerbungssystem der Bucerius Law School hoch. Bewerbungsschluss ist der 15. Mai. Zur Teilnahme am Auswahlverfahren kommt Vicky ungefähr Anfang Juni in eine von 6 deutschen Städten in ihrer Nähe. Oder nach Shanghai oder New York. Dort stellt sie sich zuerst der schriftlichen Aufgabe des Auswahlverfahrens. Dafür schreibt sie eine Erörterung über eines von 2 vorgegebenen Themen zum aktuellen Zeitgeschehen. In einem Multiple-Choice-Test werden Vickys analytische und logische Denkfähigkeit sowie ihr Sprachverständnis getestet. Zum Glück braucht sie dafür keine juristischen Vorkenntnisse. Bei der Auswertung fließt die Abiturnote zu einem Drittel ein. Vicky erhält einige Tage später eine E-Mail von der Bucerius Law School. Spitze! Sie gehört zu den 232 besten Bewerbern und wird zum mündlichen Auswahlverfahren nach Hamburg eingeladen. In einer Gruppe mit 3 Mitbewerbern hält Vicky ein Referat über ein selbstgewähltes Thema. Anschließend diskutiert die Gruppe darüber und Vicky moderiert. Danach darf jeder aus der Gruppe einmal referieren und einmal moderieren. Es folgen 2 Einzelgespräche, in denen Vicky ihrem jeweiligen Gesprächspartner mehr von sich erzählt. Auch was nicht im Fragebogen steht. So können die Jurymitglieder Vicky besser kennenlernen. Jetzt kommt der Endspurt. Im Team mit 3 anderen löst Vicky eine Gruppenaufgabe und kann ihre sozialen Kompetenzen und ihre Kreativität beweisen. Bei der Endauswertung zählt der schriftliche Teil 20%, der mündliche Teil 80%. Geschafft! Vicky ist stolz auf sich. Sie konnte zeigen, was in ihr steckt. Sie gehört sogar zu den 116 besten Bewerbern, denn kurze Zeit später bekommt sie eine E-Mail. Die Bucerius Law School will sie als Studentin haben. Und wenn sie erst noch andere Pläne hat, kann sie sich den Studienplatz für 1 Jahr zurückstellen lassen. Vicky ist glücklich, dass das Auswahlverfahren so gut lief und freut sich auf ihr Studium und ihre Kommilitonen. Hast du auch Lust zu zeigen, was in dir steckt? Dann informier dich unter www.lawschool.de/jurastudium.